Irgendwann kommt der Tag, und dann ist die Formel-1-Karriere plötzlich zu Ende. Auch Sebastian Vettel, immerhin bereits seit 2007 als Grand Prix-Stammfahrer aktiv, hat sich bereits mit diesem Gedanken befasst. Auch wenn das Ende seiner Formel-1-Laufbahn derzeit noch nicht absehbar ist, die Zeit danach beschäftigt den Deutschen, wie er im Exklusivinterview mit motorsport-total.com erklärt. Es gibt vieles, was ich noch tun möchte, sagt Vettel und bezieht sich dabei ausdrücklich nicht nur auf den Motorsport. Und allzu viel verraten will er nicht, ich habe Ideen, die ich noch für mich behalte. Einige davon haben wirklich gar nichts mit der Formel 1 zu tun. Aber wer weiß, ich habe noch keinen präzisen Plan, feststehe derzeit nur, erschließe nicht aus, auch nicht eine mögliche Teilnahme am berühmten 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Dort fährst du ja auch nicht nur gegen alte Herren, die 40 und älter sind, sondern auch gegen ganz junge, mein Vettel, und fügt hinzu, vielleicht wirst du mit dem Alter irgendwann langsamer, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, andere Rennen zu fahren. Oder vielleicht überhaupt etwas anderes zu machen, bleibt nur die Frage, wie lange er Vettel noch als Rennfahrer aktiv bleiben will. Sein noch Teamkollege Kimi Räikkönen hat mit dem Neuvertrag bei Sauber schon besiegelt, bis über 40 in der Formel 1 sein zu wollen. Ob sich Vettel Ähnliches vorstellen kann? Das wäre nochmal 10 Jahre. Eine lange Zeit. In etwa so lang, wie ich schon hier bin, sagt der Ferrari-Fahrer. Ich weiß nicht, das wären dann 400 Grand Prix. Sag niemals nie, aber eher...